Ich gefertigte das Silberschwert, Stufe 11. Bitte schmeißt es weg. Naja, wenigstens kostet es einiges. Ah ja. Und zwar das hier. Okay, dann mache ich jetzt eine Schnellreise, um die Trollhöhle nochmal zu plündern. Ansonsten... Das Ding habe ich abgeschlossen, oder? Ah. Ist das der Herr von... Ja, der Herr von Ludwig. Ich habe es gerade gefunden. Habe ich abgeschlossen. So. Erstmal die Trollhöhle endgültig plündern. Dann weiß, bin ich mir wenigstens sicher, dass ich alles geholt habe. Ja, die Questkarte war ewig lang. Was soll man dazu sagen? Okay, ich habe hier und da noch einen Abstecher gemacht. Ich habe auch alle optionalen Dinge gemacht. Wirklich den vorteilhaftesten Punkt genommen, wo man runterspringen kann. Was soll's. Im schlimmsten Fall meditiere ich gleich ein bisschen. Geradeaus gibt es noch einen. Zumindest nicht laut Anzeige. Tja. Ich sag doch, ich habe den Troll nicht geplündert. Tja, ob es einen Durchgang gibt hierhin? Nee, oder? Das nehme ich nicht genau aus. Kann hier generell nicht hin. Aber nach hier oben. Ja, aber. Achso, das ist die Anzeige dafür, wie der andere Typ gelaufen ist. Da ist einfach nichts. Na gut. Immerhin habe ich den Schnellreisepunkt für das Dorf, wo ich das Schmiedewerkzeug holen muss. Da gibt es auch einen Weg.
Da soll's, dann laufe ich halt hin, ist eh nicht weit. Außerdem könnte ich Faden finden unterwegs. Oder diese Hütte plündern. Nein, kann ich nicht. Ich finde es aber interessant, dass der Troll irgendwo bei sich 300 Münzen hatte. So als hätte er sie gefressen und dann hätte ich ihn ausgeweidet und... Ne, der andere hat ihn ja ausgeweidet. Und dann sind die Münzen einfach mal rausgefallen. Was ist denn da an? Welches Level? Das heißt, ich habe nicht gleich die Splitter gekriegt. RIP Zyklop. Na gut. Dann nehme ich den Hauptweg. Okay, also irgendwo in diesem Gebiet. Muss Werkzeug sein. In der Höhle vielleicht? Okay, also in der Höhle auf jeden Fall auch nicht. Dann gucken wir hier weiter unten. Ups. Also ich könnte mir halt durchaus vorstellen, dass es irgendwie im Haus drinne ist. Aber im Haus drinne habe ich ja im Prinzip schon alles geplündert. Nur nicht diese riesengroße Truhe. Ich habe hier gar nichts geplündert. Ich dachte, ich bin hier schon mal durchgelaufen.
Das sah aber so aus, als ob man auf die von der anderen Seite her. Cool. Ich habe durch die Wand etwas aufnehmen können, und zwar nichts. Komisch. Ah, Moment. Das hier. Also hier gibt es wirklich nichts außer dem da und den kann ich immer wieder untersuchen. Das bringt halt nur irgendwie nichts. Der guckt ihn sich auch recht lange an und sowas. Aber dann gucke ich mal noch dieses eine von der anderen Seite an. Weil hierhin. Seite, ja. Ich habe ein Tagebuch gefunden, aber das ist anscheinend Wasser, nichts Besonderes. Zweiter Stock. Wow. Okay. Ich habe gefunden, wo. Jetzt muss ich es nur noch töten. Es ist ein einziger. So mache ich ihm keinen Schaden. Also ich meine, ah doch, es verschwindet. Ich will meine fucking Meisterwaffe. Okay, ich habe keine Chance gegen den. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo das ist. Was ich aber ausprobieren kann, ist, ob ich es schaffe, reinzurennen, das Zeug zu holen, ohne den Troll töten zu müssen. Das wäre durchaus interessant.
Suppe. Okay, das geht nicht. Aber ich habe die Truhe gesehen, ich habe sie gefunden. Ich werde wiederkommen, sobald ich Level 23 bin. Dann überbringe ich mal dem Schmied seinen Brief. Und dann mache ich wahrscheinlich wieder was mit Jennifer. Halt dich an die Regeln, Rumtreiber. Das ist es. Das ist eine Verzierung. Ich habe sie eingraviert. Da bist du ja wieder. Und? Was meinst du? Chalmar, das ist klar wie Kloßbrühe. Er ist tapfer und groß. Wieder. Achso. Nee, das war hier. Achte auf deine Manier. Toll, dieses Schwert. Oh, wir haben einen Waffenschmied. Ich ziehe meine gute alte Axt vor. Gerald von Riva? Müssen die Schwerter geschärft werden? Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Wiedersehen. Wieso kann ich ihm den Brief nicht abgeben? Achte auf deine Manier. Toll, dieses Schwert. Aber ich ziehe meine gute alte. Bist du an einer Waffe interessiert? Jedes Stück hier hat seine eigene Geschichte. Ich glaube, ich habe was, das dir gehört. Ein Brief von meiner Mutter. Da steht, dass meine Schwester ihn mitbringen sollte. Woher hast du ihn? Ich habe einige Leichen im Wald gefunden. Da muss es einen Monsterangriff gegeben haben. Den Brief habe ich bei einer toten Frau gefunden. Singa ist tot. Ach, ich habe ihren Mutter so oft gesagt, sie sollen zu mir ziehen, aber nein.